Bam! Willkommen zurück zu Rainbow Six Siege. Die Folge, die eigentlich am Dienstag hätte kommen sollen, kommt heute ein bisschen spät, ich weiß, aber es ist eine Zusatz. Es ist, ich habe mir gedacht, komm, auf Rainbow hast du jetzt Bock. Du willst ja noch ein bisschen was zeigen von Rainbow. Ich denke mir mal, ich spiele Sion. Da habe ich selten gespielt und so gut wie gar nicht auf dem Bild. Deswegen werde ich ihn jetzt einfach mal raufmachen. Ja, ich muss kurz rülpsen. So, oh, da spielen zwei zusammen. Gorilla X Dropshot und Gorilla X ESL Pro. Wirklich, ESL Pro. Oh, drei spielen zusammen, holy shit. Red Drago. Da fehlt das N, aber vielleicht ist es ja auch einfach, ne? Ihr wisst Bescheid. Also vom ESL Pro möchte ich sehen, dass der Erster ist, ja? Sonst, ja, ne? Genau. So, wir spielen ein bisschen Chalet. Na, guck mal, der Dropshot nicht. So, wo können wir denn hier... Wende hier und Wende da. Oh! Oh, sorry. Wirklich jetzt, ey? Alter, komm, weht mich raus. Komm, weht mich raus, los. Ja, weht mich raus. Du bist ein Hurensohn, bist du. Ein dreckiger, eine dreckige Missgeburt bist du. Du hässliches Stück Scheiße. Okay, jetzt reicht's. Ich hab den aus Versehen angehittet. Ich hab auf die Drohne versucht zu schießen. Und dann kam der dazwischen. Ihr habt das gesehen. So, noch eine neue Runde. Jetzt, wenn ich nicht schon genug auf 180 wäre, dann kommt doch noch so ein Penner. Mann, ey. Toller ESL-Pro, der einen dann gleich rausvotet, weil man jemanden anschießt. Keine Ahnung, wie viel Leben der noch hat. Ich hab mich umgeguckt. Vielleicht war der auch kurz vorm Tod. Ich weiß es nicht. Ist mir aber auch eigentlich scheißegal, ob der das war. Ey. Oh, da reden noch welche, ey. Boah, jetzt quatschen die da die ganze Zeit. Germanius, Daniel und Bigstrohr. Ich weiß, dass ihr die hören könnt. Ich will die aber nicht hören. Komm schon. Was sagen die denn da? Ich höre die gar nicht. Moment, ich versuche mal zu hören. Die Gegner haben den. Oh, Gott sei Dank, ich kann es ausstellen. Leck mich am Arsch, ey. So, ach, Mann, das ist eine Pisse schon wieder hier, ey. Chat. Tschüssi, Chat. Aber ich habe gemerkt, in manchen Folgen hat man den Chat auch gehört, wobei ich ihn nicht gehört habe. Das ist auch anwenden, dankeschön. Nice. Gucken wir mal Cavera zu. Alter. Ja, ich wollte einfach nochmal eine Folge droppen, weil am 1. März, und das dauert ja nicht mehr lange, das sind noch gefühlt 9 Tage, kann das sein? Ich glaube, ja. Da kommt ja schon Operation Chimera raus, was ist schon, eigentlich ist das relativ spät, weil wir wissen ja alle, normalerweise kommen die Seasons so in der Mitte Februar oder fast gegen Ende und jetzt ist es Anfang März, mal schauen, ob sie die 4 Seasons reinbasteln können in ein Jahr, müssen sie irgendwie. Aber ich freue mich schon mega, ich freue mich zwar jetzt nicht so auf den Zombie-Modus, ich werde ihn auch auf jeden Fall mal anspielen oder zeigen, und ja. Letzter verbleibender Gegner. Okay, unser Team ist gar nicht mal so scheiße anscheinend. Und ich freue mich aber schon auf Finker und Lion. Alter, die sind sowas von krank. Oh, da war er gerade. Was macht Calvera da? Gegner eliminiert, Mission erfolgreich. Alter, der macht ja nur Headshots. Was ist denn bei dem kaputt? Na gut, okay, das war kein Headshot. Also ganz ehrlich, das war kein Headshot. Das war eher daneben, aber gut. Ne, die Hitboxen. So. Wir spielen jetzt mal jemanden, den wir eher selten spielen. Montagne. Wie auch immer, ist mir eigentlich egal. Die Tarnung übrigens, die Fuse hat, diese chinesische, oder also die asiatische, sage ich jetzt einfach mal, im Groben und Ganzen. Oh, Blitz hat eine interessante Tarnung. Sah ein bisschen aus wie das Kingdom Hearts Symbol. Nur in braun. Der Biogefahrgutbehälter muss jetzt lokalisiert werden. Warte mal, ist mein Fernseher an? Lol, mein Fernseher ist ja noch mit an. Ich habe nämlich gerade die Stimme auch noch über den Fernseher gehört. Ich hoffe, das habt ihr jetzt nicht. Ach, da sind Teamkiller wieder.
Und der ist anscheinend Ela. Weil das ist die Scorpion. Die Scorpion Evo. Also Ela ist auf jeden Fall schon mal da. What the fuck? What the fuck? Was ist denn das für eine Zusatzfolge? 10 Sekunden mit Lesion, also Lesion und Ela sind da. Was ist das denn? Was ist denn hier los, ey? Hört doch mal mit dem Scheiß auf. Alles klar. Go, go, go. Go, go, go. Wir machen das. Alleine. Los, los, los. Los, los, los. Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter zur Aktivation. Feindliche Aktivitäten. What? Alter! Okay, wir haben ein Glück gewonnen, weil der hat, glaube ich, 4 weggemacht. Nee, 3 hat er weggemacht. Ich wollte die Waffe wechseln, ich Idiot. Dabei kann er ja gar nicht wechseln. Och, Montaigne hat doch gar keine Zweitwaffe, oder? Das war jetzt ein bisschen dumm. So, wir wollten Lesion spielen, so. Ach, Mann, Leute. Mensch, Mensch, Mensch. So, also, wenn es jetzt gut läuft, dann machen wir natürlich noch eine Runde, weil das hier ist echt Kindergarten gerade. Aber vielleicht wird es jetzt auch spannend und vielleicht gewinnen sie noch zweimal, dann kann ich die Folge so lassen. Mal gucken. Den Raum was jetzt wird. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Obwohl, nee, ich mach's mal anders. Hier, komm. Bleiben 10 Sekunden. Gebracht. Vom Fenster wegbleiben. Es bleiben 5 Sekunden. Och man, come on, ey. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Vom Fenster wegbleiben. Nadeln anbringen! Die Spritze ist aufgezogen. Die Geschwindigkeit ist mir gerade zu langsam irgendwie. Okay, ich mach mal nichts jetzt erstmal. Erstmal schauen wir, was hier so los ist. Meine Nadeln sind auch alle. Den Gegner von der Sicherung des Biogefahrgutbehälters abhalten. Das müsste Ying sein. Ying haben die noch. Das ist nämlich dieselbe Waffe, die ich hier auch habe. Ja, was denn? Hä, der war doch da. War der das nicht? Doch, das war doch der Kopf. Ey, komm, das war nicht getroffen und ich habe auch getroffen. Das ist doch Blödsinn. Das ist doch wirklich Quatsch. Bleib da einfach liegen, Junge. Bleib da doch liegen. Bleib da. Germanius Play. Das hört sich irgendwie an, als wenn. Alter. Eliminiert. Na, das war cool. Das war schön.
Ja, makelloser Sieg, schön. Ich hab trotzdem ganze 0 Kills. Wow, wow, Junge, Alter. Okay, die Animation habe ich bisher nur einmal gesehen. Und das war in einem YouTube-Video. Und das nicht mal zu 100%. Krasser Scheiß. Okay, cool. Kriege ich ein Pack? Nö, ist mir aber auch egal. Weiter als Team spielen? Ja. Oh, mit 0 Spielern an? Ja, okay, ist egal. Gut. Neue Runde. Das war es noch lange nicht. Ey, aber den Anfang, den kann man ja total in die Tonne kloppen, glaube ich, ey. Das war ja nix, war das, ey. Gar nichts. Ich kann... Wisst ihr, ist euch schon mal aufgefallen, wenn ihr, normal schreibt, ohne Tastatur und so, sondern normal mit Hand, ja? Ihr verlernt das irgendwann, das ist krass. Ihr verlernt das wirklich irgendwann, wenn ihr nicht jeden Tag gerade schreibt. Irgendwann sieht das bei euch aus wie Scheiße. Oder es sieht... Bank wirklich jetzt? Oh Gott. Na gut, wenn es so sein muss, dann muss es so sein. Ich möchte mal ein bisschen... Scheiße, ich habe meinen Skin ja geändert, ne? Fuck. Smoke wird übrigens ziemlich geil werden später. In Operation... Oh, nur Jungs sehe ich gerade. Das müssen wir aber ändern, du. Die Frauenquote muss bestehen. So ein bisschen. ja, ich habe gesehen, dass Smoke in Operation Chimera ziemlich stark wird. Also, was ist ziemlich stark? Aber auf jeden Fall kriegt er einen kleinen Buff. Dadurch, dass Finker und Lion ja zwei Angreifer sind, die wir jetzt mit der neuen Season bekommen. Und die diese beiden gegen Smoke anscheinend relativ empfindlich sind. Ist das ziemlich interessant. Bin ich mal gespannt. Also die sterben, glaube ich, instant, wenn die in den Smoke kommen. So habe ich das jedenfalls gehört. Ich hoffe, das Spiel ist nicht zu laut gerade. Vielleicht sollte ich mal kurz was ändern. Bam. 10 Sekunden noch. 5 Sekunden noch. Okay, ich muss mal los hier. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter. Ich habe, glaube ich, noch keine Gegner. Versuchen ihn während des Angriffs aufzuspüren. Ah, die spawnen. Die spawnen da hinten. Ich habe es gerade gehört. Der hat die Schrotfinder. Das muss ein Deutscher sein. Glaube ich. What the fuck? Ach man, den wollte ich killen. Okay, ich habe ein bisschen Angst. Holy fuck. Hab ein bisschen Angst. Hab ich ja schon mal gesagt, ich glaube ja. Thank you.
Was? Von wo denn? Der war doch niemals hinter mir so schnell, oder? Euer Ernst jetzt? Warum soll denn der raus? Ganz ehrlich. Warum soll der jetzt raus? Der war bis zum Ende da und hat sogar noch einen Kill. Wer war denn das von euch, ey? Ach Mann, Leute. So, wen hatten wir? Selten. Hier Montaigne wollte ich ja nehmen. Genau. Jetzt nimmt der natürlich, jetzt nehmen die auch Rekruten, ey. Nein, die wollen jetzt einen Rekruten. Nein, bitte nicht. Bitte erschießt mich nicht deswegen. Twitch. Bitte, sei so sexy und bleib bei mir, ja? Bleib beim... Nein, nein. Bleib Twitch. Er wollte wechseln, ich hab's gesehen. Bleibe Twitch. Wir wollen keinen Recruit-Rush machen. Lass mich raten, der Gatoriobio... Ey, wehe. Nein, nein. Hört auf. Bitte, nicht in derselben Runde zweimal rausgeschmissen werden. Twitch ist noch gut. Twitch ist nett. Die werden mich gleich töten. Die werden mich gleich sowas von killen. Ich sehe das jetzt schon kommen, ey. Twitch, ich fahre mit dir. Du bist doch eine Süße. Bleib, bitte. Bitte, bitte helf mir. Bitte helf mir gleich. Oh Gott, ich muss mein Schild bereit machen. Standort des Biogefahrgutbehälters unbekannt. Den Biogefahrgutbehälter. Du kleiner Hurensohn, Alter. Bam! Ihr habt den Biogefahrgutbehälter gefunden. Weiter zu seiner Position. Sorry, aber das muss. Was macht der denn da? Wow, 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 wow. Ja, den musste ich da aber wirklich killen, weil... Du kleine Hure, ey. Sorry, ich musste mir Minuspunkte erhaschen, sonst hätte der mich noch gekillt. Ich weiß das. Ja, als ob, Alter. Ich gehe hinter irgendein Auto. Ein Gegner verbleibt. Das ist der hier. Wir müssen uns vorsichtig vorwärts bewegen. Nice. Der wird mich zwar jetzt gleich töten wollen, aber ganz ehrlich, der hätte mich auch gekillt. Sorry. Aber wirklich, das ging gar nicht, dieser alte Mack. Der wollte. Ich hab's gesehen. Ich hab's echt gesehen. Der wird mich gleich töten wollen. Gut, ich kann's natürlich verstehen. Ich kann's irgendwo verstehen, dass der mich killen will. Nein. Nein. Dambonic. Okay, er ist der einzige Rekrut. Da hat er auch keinen Bock mehr drauf. Aber wirklich. Hätte ich nicht Tito mich gekillt. Wir müssen den Biogefahrgutbehälter schützen. Das war mir gleich klar. Ja gut, ich nehme sie nicht übel. Okay, ich nehme sie nicht übel. Ist okay. Boah, Alter, ist ja ein richtiger Pro, ey. Die Gegner haben den Biogefahrgutbehälter lokalisiert. Ich wollte mit dem T-Baggen ehrlich gesagt eine Entschuldigung sagen.
Aber einmal musste ich das auch mal tun, ey. So ein scheiß Rekruten, nur weil ich einen Rush nicht mitmache. Jetzt wollte er den triggern, ey. Ach Mann, ey. Ach ja. Nee, in der Folge ist echt alles dabei. Ein bisschen Skill, wenigstens was Montaigne gerade betrifft, mit den einen Kill da. Ein bisschen getroffen habe ich ja schon. Alter, Jungs. Boah. Puh. Also ich hoffe bei Operation Chimera dann mit Lion, mit seiner Fähigkeit, da werden die Rusher draußen da nichts mehr zu suchen haben. Der hat ihn fast einen Headshot gegeben, krass. Jeder macht das. Jeder macht das. Naja. Alter. Wenn du in dieser Zone bleibst, wirst du von Feinden. Überlegt mal, durch reines Rausrennen und LOL! Oh, hat der gefressen, ey. Alter, hat der gerade. Ist nicht euer Ernst, ne? Durchs Rushen. Das schaffen wir ja niemals jetzt durchs Rushen, oder? Macht der gerade auch ein Ace? Kann das sein, dass der jetzt ein Ace macht? Ich wechsle das Magazin! Oh. Oh, der. Oh. Alles klar, da hat er ihn den Ace versaut. Nice. Aber schön geschossen. Muss man sagen, ey. Gut, vielleicht die letzte Runde jetzt. Dann war die Folge aber auch lang genug. Ich habe jetzt bisher noch nicht so viel gerissen, aber ich spiele nochmal Montaigne. Komm, ganz ehrlich, wir spielen ihn so selten. Ich spiele ihn so selten, meine ich. Ich freue mich auch schon auf den Ash Elite Skin. Es gibt ja sogar zwei Elite Skins. Einmal in den Zombie Packs, in den Operation Outbreak Packs, die jetzt nicht ganz so der Burner sind, finde ich. Die sind ein bisschen langweilig irgendwie. Also es gibt ein paar coole, wie zum Beispiel das mit Doc. Da sieht man ja dann sein Gesicht. Das finde ich halt ganz nice. Und nicht wundern, wenn ich jetzt nicht mit der Drohne fahre. Ich mache gerade was anderes. Oh, so. Aber ja, der normale Elite-Skin, der ist schon. Also man muss ja sagen, ne? Also Ash ist ja schon in der. Ne? Die ist schon nicht hässlich. Also die ist schon echt hübsch. Aber das wusste ich schon von Anfang an. Allein dieser rote Zopf. Wunderbar. Gut, okay, ist jetzt auch nicht so, ne? Sehr schön. Der Biogefahrgutbehälter wurde lokalisiert. Ich hätte aber wirklich, ich hätte zu gerne gesehen. Okay, die haben hier so ein geiles Schussloch gemacht. Nicht schlecht. Ist auch gut für Übergänge mit der Kamera. Weiter zum Standort. Nein. Des Biogefahrgutbehälters. Alter, was ist hier los? Ich wollte eigentlich meine Fähigkeit aktivieren. Alter, wenn du mich jetzt normal abschießt, ne, dann schwöre ich. Keiner bewegt, dann schwöre. Ich behalte dich im Auge. Du Tasse. Mack ist ja eine Tasse, ne? Oder? Twitch. Twitch bleibt bei mir. Ey, weh, du killst mich, Junge. Twitch. Ey! Junge! Lauf! Wir müssen los. Twitch! Pass auf dich auf,
Montagne. Ich komme dir zur Hilfe. Ich bin dein Schild. Ich würde gerne mal die ganzen Liebesbeziehungen wissen. Und nicht nur irgendwie Echo und wie ist die? Ying? Warum? Ach du heilige Scheiße. Warum hatten die keinen Schaden mitbekommen? Ohne Witz. Ich habe das extra so gemacht, dass ich dann... Oh, das war knapp. Ich wollte extra so einen auf Suicide machen, weißt du? Die schießen... Die werfen mir das Ding gegen den Kopf. Ich renne auf die los und dann ja. Hat der nicht geklappt. Ich habe auch erst gedacht, ehrlich gesagt, dass Dings die gekillt hat. Twitch. Wen nehmen wir denn jetzt? Castle vielleicht mal wieder? Ja, komm, nehmen wir mal Castle. Wir sind ja nur zu viert. Warum kriegen wir... Das verstehe ich nicht. Warum krieg ich mit meinem Team nie am fünften dazu? Warum ist das so? Ja, kapiere ich einfach nicht. Immer die Gegner. Die Gegner kriegen immer einen fünften Spieler dazu. Wenn sie zu viert sind, ne? Das ist klar. Ah, ist das wieder AIDS, ey. Wehe, ihr killt mich jetzt, dann mach ich einen Rage-Kill, war's das aber auch. Oder? Ich mach die Käse, wenn er erst zuletzt. Alles gut? Nö. Fenster ist blockiert. Oh, Dokebi. Ja, du kriegst ja noch meinen großen schwarzen Schwanz im Mund. Mein Gott, ey. Scheiße. No! No! Das war so gut! Ah! Grrr, ey, das war so gut! Mit der Diegel! Bam, bam, bam! Okay, das Ende war nochmal richtig sexy eigentlich, aber ich hab vor allem das Geile war, da war ja Bug und Dokebi. Bug habe ich gesehen, den habe ich gekillt und dann habe ich Dokebi aber erst nicht gesehen. Und dann habe ich die nochmal schön geraped. Ja, die wollte eigentlich meinen, ne, den schwarzen Longdong haben, aber ja, hat sie leider nicht bekommen. Ja, ich konnte sie nicht nochmal rapen, obwohl sie noch warm war, aber ist ja auch egal. Gut, wir sehen uns dann zur nächsten Folge von Rainbow Six Siege. Es war von absolut Hass bis war ganz witzig. Also ist eine relativ interessante Folge gewesen. Ich hoffe, die kommt heute noch. Haut rein und ciao.